Einen wunderschönen guten Tag hier von Spa in Belgien. Hier ist die Rennstrecke bzw. hier ist der Paddock Boxengasse. Da sieht man einen Teil der Rennstrecke nicht so wirklich da. Und da hinten sieht man sie auch da, wo es den Berg hochgeht. Ja, diese Kurve kennt jeder. Und wir müssen jetzt hier diesen Weg lang laufen. Da war unser Parkplatz. Und jetzt spazieren wir mal da runter und kommen dann hoffentlich auch zur Rennstrecke. Da unten sieht man Tribüne und so. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, weil ich leider ja keinen Zoom mit dieser Kamera habe. Aber bis gleich. Also ich bin nicht unten. Aber wo werden wir hier lang führen? Da sind keinerlei Schilder, aber der Typ vom Parkplatz meinte, ja, hier, es geht steep runter. Also jetzt sind wir hier. Ich finde den Blick ganz cool hier. Außergewöhnlicher. Hä? Ist das ein Witz von ihm gewesen? Ich hoffe, da kommt wirklich ein Eingang. Also den Anblick. Warte mal, ich will das fotografieren, das sieht so beknackt aus. Also hier, ne, hier ist die Rennstrecke und wir laufen hier irgendwo. Das ist der offizielle Eingang hier. Wir laufen hier gerade diesen Weg entlang. Wir sind jetzt hier schon an der Tribüne. Also der Typ vom Parkplatz meinte, runter, es ist steep und dann am Fans entlang. Also hier ist die Rennstrecke. Und wir da hatten eine große Gefolgschaft da hinten, die sind uns aber hinterhergelaufen. Ziemlich bekloppt. Aber ab in den Dschungel. Gucken wir mal, ob wir da jetzt vorne irgendwo rauskommen. Also der Weg ist super, gerade dann nachts. So, wir sind jetzt drin. Wir haben es geschafft, über die komischen, klapprigen Wege da hierher zu kommen. Leider habe ich mich nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, wie diese Kurve da oben heißt. Interessiert mich, beziehungsweise wie dieser Aufstieg heißt. Aber ich war hier zuletzt vor einigen Jahren auf einem bombastischen Event mit Königsegg und so weiter. In welche Richtung wollen wir laufen? Mal hoch. Die meisten laufen, glaube ich, hoch. Laufen wir mal hoch. Und das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus, wie die Autos da die Kurve hochfahren. Wir haben auch hier so ein 4-Tages-Ticket und können in die Boxengasse rein. Gucken wir mal. So, der erste Car-Spot, ein AMG GD Black Series. Ziemlich cool. Alles Carbon, fast. Mit diesen orangenen Akzenten. Hier, orangener Rollcage hinten drin. Ziemlich cool aus. Da haben wir vorne ein GDR aus Österreich. Das ist hier der Tunnel, um durchzulaufen, durchzufahren, um zu den Boxengassen zu kommen. Wurde eben gesagt, das sei die alte Boxengasse. Die gab es, glaube ich, auch damals nur, als hier war. Und hier oben ist jetzt irgendwie eine neue mit Restaurant und sonst was. Ich kenne das alles noch gar nicht. So, wir befinden uns jetzt hier in der Boxengasse. Und hier war ich damals doch. Das kam mir, weil das hier alles neu ist, irgendwie so unbekannt vor. Aber hier war ich damals auch. Hier war so ein Event von Königsegg, was ziemlich krass war. Da haben wir hier die ganzen Pirelli. Alles voller Reifen, hier die ganzen Container. Da oben wäre diese Kurve. Und wir sind gekommen von da, oder? Ja, da ist der Weg. Hier sind wir runtergelaufen. Ziemlich lustig, da läuft irgendwie keiner. Ah, da läuft einer, ja, da ist einer am Laufen, eine kleine Ameise. Von hier sieht es aus wie so eine Ameise. Hier runter und da war dann irgendwie der Eingang. Dann sind wir hier drumherum und dann hier irgendwie hoch. Gucken wir mal, was hier so gibt. Im Moment sind es ja nur LKWs. Aber schauen wir einfach mal, wie das hier aussieht. Der ein oder andere, der das Video schaut, schaut es das ja sicherlich an, weil er hier noch nie war. Und es gibt einen ganz guten Eindruck. Alle meine Videos sind immer sehr erklärend, so wie das hier aufgebaut ist, wo man hier so rumläuft, dass wenn man hierher kommt, man das Gefühl hat, dass man schon mal hier war. Hier ist jetzt auch ziemlich laut, aber wenn ich weiter spreche, dann müsstet ihr mich hören, weil ich ein direktionales Mikrofon benutze. Hier ist aber eigentlich echt nicht so spannend. Das sind halt die LKWs, ne? Zum Teil ziemlich teuer und cool. Hier ein Audi Sport Customer Racing LKW. Hier diese Pullouts sind extrem geil.
Da kannst du einfach hier diese ganze Fläche von dir erweitern. Das ist aber auch hier ein ziemlich cooler LKW. Da haben sogar die Felgen schwarz gemacht. Das ist selten schön hier. AMG Motorsport Customer Racing. Hier fließt sehr viel Geld. Hier Ferrari, auch cool. McLaren Stühle. Klau mal so einen Stuhl da. McLaren Customer Racing. Hier liegen so ein paar Autoteile. Hier, Daytona. Von Daytona werden auch noch Videos kommen, hoffentlich schon dieses Jahr. Daytona ist die Geburtsstätte von NASCAR. Aber dort wird auch alles andere gefahren, was man sich ausdenken kann. Rolex 24 zum Beispiel ist ziemlich cool. Der fährt so gut wie alles, was so in Europa rumgurkt. Hier unten so eine Luxus-Lounge hier. En fait, vous pouvez suivre hein, cette épreuve sur les différents écrans géants du circuit. Si pas avec le Wi-Fi présent, Mantai. Das sind die Jungs vom Nürburgring hier, das ist aber auch die deutsche Flagge. En live streaming également, c'est avec Joshua Dufek qui a eu ce contact. Hier werden Reifen geliefert. Komplett Vollcarbon. Was für geile LKWs das sind, ne? Boah, das hier ist auch ein heftiger LKW. Der sieht ziemlich krass aus hier. Lamborghini. Squadra Corsa, Squadra, hier. Lamborghini Diffusor, Reifen. Hier, Huracan GT3 Evo 2. Also hier sieht man echt nicht so viel, ihr könnt ja einfach ein bisschen vorspulen. Weil jetzt habe ich hier schon mehr als die Hälfte, jetzt müssen wir es durchziehen. Einfach tapfer weiterfilmen. Hier werden Räder gemacht. Reifen draufgezogen, mit dem Edding markiert. Boah, das ist ja auch völlig krass. Was ist das für ein Ding? Also der kann nicht zur Seite ausfahren, jedenfalls nicht auf der Seite, aber er kann sich verdoppeln und nach oben ausfahren. Außergewöhnlicher Anblick, ey. Ich nehme mal an, das ist so sicherlich einer der teuersten Hänger, die hier rumstehen. Dann gibt es hier Fritten. Belgien ist bekannt für Pommes frites, Bier und für was noch bekannt? Bierpommes. Hier. Für M3 Competition Tourings. Was? Der hat X-Drive. Das ist ein Allrad. Okay. Macht es natürlich sicherer. Als Kombi sicherlich auch cool, weil man will ja damit um die Welt fahren. Aber interessant, das ist ein Dings. Und jetzt geht's ab hier. Wie heißt nochmal der Gallardo, der da steht? Squadra Corsa. Hat der nicht auch sogar Allrad? Ist ja nicht eine 4 im Name dahinter. Hier, coole Kennzeichen, der MB010. M3, der performante Urus. Da hinten haben wir ein Touring M3. Und dann gehen wir einfach mal hier zu dem Kollegen. Oh, Monegassen-Kennzeichen, das macht es noch cooler. Da haben wir hier, da hat Desenio, die Firma Mercedes, das feinste Auto rausgeholt, was sie hatten, in einer Sonderfarbe. Schöne Keramikbremse. Der ist echt cool, ne? Super Trofeo Stradale, okay. Stimmt, Super Trofeo. Was habe ich gesagt? Squadra Corsa? Nee, Super Trofeo hieß der, stimmt. Lange nicht mehr gesehen. So. Dann er hier. Ist auch recht schick.
Schon wieder so eine Dallara-Kiste, Dallara Stradale, die Kisten sind plötzlich überall. Davor haben sie nicht existiert und plötzlich sind sie überall und werden beworben und überall hingebracht. Dass man auch nicht vergisst, was für ein Auto es ist, gibt es hier diese blauen Supercar-Aufkleber. Und hier haben wir so quasi das Maximum, was man original bei BMW bestellen kann. Ist wahrscheinlich auch ein Werkswagen. Ach, und das ist ja interessant. 9C63 haben sie hier rumstehen. Wo sie alle am Jammern sind, dass er jetzt einen kleinen Pupsmotor hat, wie alle anderen Kisten. Das auch so gehört wie ich, weil es hat für mich einfach nur die ganze Zeit gemacht. Also ist cool. Hier, Essenza, schönen dicken Lambos da hinten sind sie versteckt, da sieht man einen, da kann man auch hinlaufen, da muss ich ja, da runter und dann rum. Aber ich will ja mit dem Handy mal noch fotografieren, das ist recht interessant. Ich filme ihn mal noch ein bisschen für euch. Hier einen dicken Luftscoop, schöne Felgen, so einen kleinen Lufteinlass an der Seite. Der neue C63, interessant. Ich mache mal ein Foto mit dem Handy. Hier, wie gesagt, M2, das ist alles M-Performance, würde ich jetzt mal behaupten. Wahrscheinlich auch dieser Aufkleber. Das sieht doch eigentlich schon ziemlich verrückt aus. Erinnert mich an so einen alten. Boah, hier, das sieht. Hier diese. Sieht aus, als bräuchte es einen Waffenschein. Das sieht schon lustig aus. Das hätte man eher erwartet an so einem Pagani oder irgendeinem anderen Hypercar. Solch ein Auspuff. Riesiger Spoiler. Wie gesagt, BMW Performance. Es gibt ja diese Performance-Abteilung bei BMW und da kann man sich dann quasi Sonderwünsche nachträglich noch dran bauen. Und ich denke, dass das Zeug hier alles dazugehört. Weil der sieht ja schon sehr übertrieben aus. Vielleicht hat er auch irgendeine spezielle Bezeichnung, ich weiß es nicht. Da kommen sie wieder. Wieder einer. Nochmal der C63 von hinten. Was lustig ist, er hat diese rote Umrandung, was ja jetzt Brabus macht bei seinen Brabus, wie heißt es, Brabus Finest oder sowas. Diese ganz tollen Brabus, die machen das ja jetzt auch mit dieser Umrandung. Ja, die haben noch ordentlich Klang. Ich glaube, das ist genug von den zwei Popelkisten. Ne? Also die machen richtig Bock, denke ich mal. Da natürlich, ja, schade, kleiner Motor. Ich bin der größte Babymotor-Hasser überhaupt. Alles unter V8. Okay, so ein rein 6-Zylinder klingt eigentlich ganz gut. 5-Zylinder klingt auch toll. Aber halt so, ja, 4-Zylinder erbärmlich. Gerade so hochgezüchtete Motoren finde ich nicht irgendwie ansprechend, sagen wir es mal so. Wir schauen mal weiter, was wir noch. Hier kommt es gerade zum Stau und die rammen sich hier alle gegenseitig. Da haben wir hier Designio Sonderlack. Hoffe ich doch mal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nur eine Folierung. Schauen wir mal, das sieht tatsächlich nach einem Lack aus. Wie er heißt, weiß ich nicht. Und hier haben wir eine nagelneue S-Klasse. S63 AMG. Firecar steht da auf der Bahn. Ich weiß gerade nicht wieso. Ah, da war wohl irgendwas auf der Strecke, weil da haben irgendwas weggekehrt. Auch hier haben wir wieder diese Umrandung, was ja Brabus, ich bin der Meinung, Brabus hat es zuerst gemacht und jetzt kommt Mercedes auch damit, quasi ja so eine Umrandung zu machen. Sieht extrem cool aus, wunderschönes Auto. Am geilsten finde ich diese neuen Felgen, die finde ich extrem geil. Hier mit diesem Central-Lock Optik, wenn man den abnimmt, sind ganz normale Radmuttern unten dran, aber man hat die Optik. Auch die große Keramikbremsanlage, Carbon im Innenraum und braun. Wie man da sehen kann, auch Carbonspiegel, braucht Biturbo E-Performance, weil er jetzt auch irgendwie so einen Hybrid-Scheißdreck mit drin hat, wie die C-Klasse auch. Zeige ich euch mal nochmal diesen coolen Grill. Ich gehe mal hier nochmal ein bisschen runter für euch.
echt cooles Auto und wird alles abziehen. Ach, das ist ja interessant. Also das Auto ist ja schon privat angemeldet. Ob das so original ist, dass sie hier diesen AMG-Stempel drauf machen, wie so ein Ali, der irgendwie so eine, ach sorry, das ist ja nicht konform, was ich gerade gesagt habe, aber wie so ein, sagen wir mal, na, egal was du jetzt sagst, ist alles nicht konform. Wie so mancher in der Stadt das macht, sich hier so ein Emblem bei AliExpress da drauf bappen. Sieht so ein bisschen komisch aus, aber okay. Ist ja die erste S-Klasse, die keinen stehenden Stern hat, sondern den, finde ich an sich Quatsch. Man sollte noch die Wahl haben, auch einen stehenden Stern, weil was soll das denn jetzt da keinen mehr drauf zu haben? Das finde ich schade, weil wenn den keiner will, kann das ja jeder selbst machen. Sieht natürlich schon cool aus mit der großen Fresse vorne, aber ja, guck mal, was gibt's noch? Hier haben wir auch einen schönen Designio Mattlack, wobei, nee, das sieht so schlecht aus, das ist eine Folie. So, da haben wir hier schöne Farbe. Gucken wir, was hier noch alles ist. Hier machen sie gerade Action, Felgen einladen in den Sprinter, ausbeulen mit dem Hammer. Was haben wir hier noch rumstehen? Die Klapperbüchse. Dann hier oben die Klapperbüchse. Ah, der Aventador ist schön. Hier Aventador S. Oder ist es ein Ultima? Kann man das von vorne überhaupt sehen, den Unterschied? Ich würde jetzt erstmal sagen, es ist ein Aventador S, aber er hat diese Zusatz-Spoilerlippe. Also bin ich. Wir gucken einfach mal von hinten. Ne? Dann hier STO, ja, da habe ich jetzt so viele schon gesehen. Das ist eigentlich recht langweilig. Ich mache mal ein kleines Foto. Ich finde die Farbe auf dem Aventador finde ich echt gut. Machen wir mal ein Bild hier. Jetzt gucken wir mal die Farbe an hier von ihm hier. Er hat nämlich ein wunderschönes Grün. Wunderschön. Hier so Babyblau, das ist ja mittlerweile auch ausgelutscht. Das hat ja auch jeder. Na, wo hat er seine Rohre? Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Aventador S. Mit so einer Zusatz-Spoilerlippe. Hier, ja, STO, gibt es wie Sand am Meer. Aber hier, die Felgen sind cool, ne? Die haben so eine außergewöhnliche Farbe, so Oliv. Im Innenraum hat er rote Ziernähte, das sieht man eh nicht. Man sieht da eigentlich nur Spiegelung. Und hier ist irgendein wichtiger Fahrer, nehme ich mal an, wenn die da alle stehen, wollen ein Autogramm oder ihm vielleicht auch mal das Wienerle. Wienerle in den Mund nehmen vom Fahrer oder irgendwas. Oder die warten, dass sie da wieder rein können und den Rennfahrern und Ingenieuren im Weg stehen können. Hier haben wir einen 67E. Also 67 wäre eigentlich zum Niederknien ein 12-Zylinder, der unfassbar schnell ist. Aber tatsächlich ist jetzt dieser E und er hat keinen 12-Zylinder mehr. Deshalb sehr schade, aber trotzdem sehr bullige Kiste. Wir sind hier an der Spitze der Rennstrecke. Die Rennstrecke verläuft hier und dann fahren sie hier wieder runter. Und wie wir eben gesehen haben, fahren sie auf der Strecke hier, wenn sie in die Boxengasse reinfahren wollen. Kommen sie von hier hinten, fahren hier runter und landen da unten in der Boxengasse. Da war ich ein bisschen langsam, weil ich hier so komisch unter dem Zaun, das habe ich mir von ihm abgeguckt, die Kamera hingehalten habe. Aber ja, da ist quasi die Boxengasse. Unser Boxengassen-Ticket gilt wohl, so wie es scheint, nur für diese Bereiche hier an der Boxengasse. Also das Infield nennen die in den USA das bei den also auf USA-Strecken hieß es immer Infield. Aber wohl rein richtig zu den Autos kann man wohl nicht. Finde ich auch, macht Sinn. Wundert mich immer, dass man bei anderen Rennen das nicht macht. Oh, hier ist die Klammerbüchse, die ich vorhin von weiter weg gefilmt habe. Witzig ist, dass hier keine Scheinwerfer sind, die sind da unten. Das sind wohl 12 Zylinder. Das Ding heißt wohl der Senza SCV12. Squadra Corse ist diese Rennserie, die private Rennserie von Lamborghini. Sprich, du hast die Cash, kaufst fleißig Lamborghinis, dann kaufst du dir so einen Rennwagen offiziell von Lamborghini und dann darfst du hier mit dem Support von Lamborghini quasi die Kisten hier über die Rennstrecke prügeln. Dann hier das kleine Ding, was jeder von Goodwood kennt. Hier haben wir nochmal so einen. Das ist witzig, weil hier sind keine Lampen, sind nur da unten. Schmi 150 haben sie eigentlich. Ah, da links Apollos.
Ich hatte leider erwartet oder gehofft, da hinten sehe ich was ganz Tolles, da steht so ein kleiner AMG, da sind wir gleich. Auf jeden Fall hier, das ist die Kiste, da ist sogar die Aufnahme, wo er bei Goodwood vorbeigeflitzt ist. Das steht da, Mac Moore Tree Squirling oder irgendwas, Squirting Kiste. Aber hier wieder solche Luxus-LKWs, die sich aufbauen lassen. Haben wir hier ein Apollo vom Mike, denke ich mal. Da hinten haben wir diesen, ich glaube es ist dieser Aspark Owl. Oder nee, Praga, der Typ hat ein Praga-Shirt. Praga oder ist das dann Praga Bohemia? Ja, die Klapperbüchse, die habe ich vor kurzem erst gesehen. Interessant. Hier chromed out Senna GDR, das ist hier was Solides. Hier lustige Büchse. Ziemlich großer Heckspoiler. Hier sieht man jetzt lila, die Farben ändern sich, wenn man drumherum läuft. Da vorne der kleine AMG, da freue ich mich drauf, den habe ich noch nicht gesehen. Die ganzen Büchsen, die hier rumstehen, da, das ist ja Billo-Zeug hier. Sehr beeindruckend hier, wie der Spoiler hat kein Mittelteil, nichts, der wird nur da und da gehalten. Das ist ja recht normal, aber es geht ganz geil über hier in die Karosse. So sieht das schon außergewöhnlich aus. Dann hier komplett wie ein Formel-1-Auto, komplett offen, nur das Monocoque. Können wir gucken, was kann die Bude? Wiegt eine Tonne, 700 PS und 700 Newtonmeter und wiegt halt nur eine Tonne. 3,8 Liter Motor, Zylinder 6 Stück. Da ist mein Trabant besser, du. Schöner, echter Trabant. Da hat man mehr von. So, da haben wir da noch so ein Dings. Ich laufe mal hier vor. Guck mal hier, das, wie schön das aussieht. Das ist auch ein LKW, ne, den man komplett auseinanderbauen kann. Sieht dann aus wie so ein, oder wird zu einem richtigen Restaurant oder Laden oder Lounge oder was auch immer das ist. Dafür brauchen wir aber hier so einen coolen Pass. Den haben wir nicht. Wir haben nur so ein Armbändchen. So, jetzt sind wir hier bei Audi. Da vorne ist dann gleich auch Mercedes. Hier ist Maserati. Hier so ein e-tron. So einem Urquattro nachempfunden in modern. Dann haben wir hier diese R6 Vision, den habe ich in Monaco schon gefilmt. Ich gehe mal davon aus, dass genau derselbe ist. Falls ihr den sehen wollt, den habe ich in Monaco auf den Top-Mark-Videos bereits gefilmt. Quasi so ein R6, ja, GTO nennen sie ihn, aber halt auch irgendwie so ein verrückter Racing-Umbau. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Maserati, jetzt warte ich mal, wo ist denn mein Kumpel? Der ist, glaube ich, noch am Fotografieren da oben. Ich warte mal kurz auf ihn und dann gehen wir hier Sidepipe und das Auto hat wohl etwas über 700 PS, habe ich eben erfahren. Quasi ein ganz normaler R6, aber umgebaut von den, was hat er gesagt, Azubis oder sowas. Ich glaube, er hat gesagt, von den Azubis umgebaut. Und das Ding hier gibt es auch nur einmal auf der Welt, so wie der andere, und ist wohl von Ken Block, steht auch drauf.
Sehr nett, die Jungs aus Neckarsulm und Ingolstadt da eben. Ich habe gefragt, wo sie her sind. Da wir hier Black Series, wie wir eben schon auf der Straße gesehen haben. So, Maserati, was haben wir hier? Hier so ein MC20 Rennwagen. Ziemlich mickrig im Vergleich zum MC12 Corsa oder Corse. Da haben wir hier wahrscheinlich so ein Edition, nehme ich mal an, ein C63S. Hier irgend so ein belanglosen, unwichtigen AMG. Gehen wir erstmal hier auf die Kiste ein. 680 PS soll die Bude haben. 2 Liter Hubraum. Ja, beeindruckend. System Auto. Achso, wenn der mit dem Elektro hat, der 680. Sonst hat er wieder die mickrigen unter 500, 476. Topspeed 250. Option E 280 abgeriegelt. 3,4 Sekunden. Ja, das ist schon peinlich hier mit den 2 Liter Hubraum. Da gibt es doch diesen Spruch mit der Milchpackung. Nur Milch kommt in 2 Liter. Naja, C-Klasse ist ja sowieso kein Mercedes, ne? Muss mal gucken, was sie da mit der AME-Klasse dann machen, ob sie die auch vergewaltigen. Ich glaube, oder leider, ja, ne, stimmt, ja, da haben sie auch irgendwie gesagt, der letzte V8, eine Schande. Aber naja, kleine C-Klasse. Jetzt kommt die Lady da, mal gucken, was sie macht. Nichts an mir vorbeilaufen. Ja, der hat das auch, das scheint jetzt normal zu sein. Das sieht so AliExpress-mäßig aus. Klar, es ist das AMG Affalterbach-Wappen und das ist schön, aber das sieht so aus, als wäre es von AliExpress, muss ich ehrlich sagen. Das hatte die S-Klasse eben auch. Ganz cool ist hier dieser Lack, der hier feintet, der so ausdingst, hier so sich ausbügelt. Die hat da irgendwas an die Wand geschrieben. So, dann haben wir hier Sportwagen AMG One. Die maximale Klapperbüchse. Da drin haben wir auch eine maximale Klapperbüchse noch rumstehen. Der Boy ist hier am Staubwedeln. Carbon Umrandung in der Felge. Sieht sehr, sehr schick aus. Der Reifen wirkt auf mich sehr, sehr klein. Mal gucken, wie viel Zoll haben wir denn da? 19 Zoll sind das auch nur. Sieht aus, als wäre es keine Mischbereifung. Sieht aus, als wäre es hinten genau. Wobei, hinten könnte es ein größer. Aber nur 19 Zoll Räder. Und viel Reifen. Das heißt, das Auto kann sehr schnell fahren. Über 350 km/h, unter 3 Sekunden auf 100. 1000 PS, 6 Zylinder. Man muss natürlich sagen, so ein Vorteil von einem 6-Zylinder ist, dass er leichter ist als ein 8-Zylinder. Ne? Beängstigenderweise ist diese Partie des Autos, genauso wie die vom MT20 da hinten, sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber interessantes Auto, wahrscheinlich ultra schnell. Ja, ein dickes Endrohr und dann 2 so kleine Röhrchen nebendran. Hab vergessen, was die Funktion davon war. Getönte Rückleuchten hat er. Hier komplett Carbon alles, die komplette Finne aus Carbon, der Airscoop ist aus Carbon. Tür öffnet sich wie beim SLR per Knopfdruck. Diese Flaps hier vorne gehen hoch. Ich erinnere mich noch, der Pagani Huayra war damals der erste, der irgendwelche Klappen hatte für den Straßenverkehr, die auf und zu gehen konnten. Also diese 3 Dinger da an der Seite, die klappen sich dann hoch, dass die Hitze von den Bremsen, denke ich mal, besser abgeleitet wird. Auch lustig ist, hier unten im Kühlergitter steht AMG reingeschrieben. Die Stelle sieht irgendwie nicht so toll verarbeitet aus, ich weiß nicht wieso, aber rechts und links sieht es gleich aus. Die Spiegel sind auch interessant, die haben so eine Linie drin und leiten schön den Wind ab. Interessant, das erste Mal, dass ich einen sehe. Jetzt mache ich mal noch ein paar Fotos hier mit dem Handy. Sieht eigentlich ganz cool aus.
Hier, das ist ein ganz schöner Blickwinkel von hier oben, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Sieht sehr schön aus. Und hier haben wir noch so einen AMG GT Rennwagen GT3, denke ich mal. Da drüben haben wir Ford mit so ollen Mustangs. Vielleicht sind das schon hier diese neuen Elektromustangs. Ja, GT4 ist wohl eine Rennserie von Mustang. Gucken wir mal, was da noch ist. So, jetzt sind wir von da oben mal runtergelaufen. Jetzt haben wir hier so einen schicken Audi. Der hat auch so eine sehr markante Lufthutze da oben drauf. Schicke Felgen hier in Bronze gehalten. Auf der Kühe macht er damit sicher, tut er da sicher ein paar Shayas zusammen scheuchen, wenn er damit über die Kühe tuckert. Ganz interessant, hier vorne, jetzt habe ich hier so eine AMG-Flagge zum Zeigen. Das sind viele Luftlöcher, Beschleunigungslöcher, dass das Auto schneller fahren kann. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Pünktlich die Gülle für die Rennstrecke, die wird jetzt mit Gülle einbalsamiert. Hier, die Aston Martins kriegen auch gleich ein bisschen Gülle ab. Da drüben die AMG GT4s und hier die Porsche Rennserie auch. Danke, er ist endlich da. Ja, hier unten, das sind nur die günstigeren Zeltchen, ne? Das sind zwar auch hier, sind auf teure Rennwegen, ne? Das sind die AMG GTs, die McLarens, Aston Martins, ne? Aber irgendwie haben die es nicht geschafft, hier in den Hauptdingern zu sein, in den Hauptzelten. Die haben hier diese kleinen Standzelte und alles so ein bisschen günstiger. Ja, auch einfach so ein Zelt, ne? Funktioniert auch. Und wahrscheinlich sind das hier die besseren Fahrer. Aber die anderen haben halt mehr Kohle, um die Karre noch schneller zu machen. So ist es schon immer gewesen. Die Jungs, die weniger Kohle haben, hatten mehr Zeit, sich aufs Fahren zu fokussieren. Also ja, ihr kennt doch alle die Filme. Guck mal hier, ein Artura. Das ist hier der neue McLaren. Dann haben wir hier 27S. Der hier sieht ziemlich so aus wie so ein P1, muss man sagen. Hätte der jetzt noch eine Lufthutze drauf, dann würde man ihn mit einem P1 sofort verwechseln. Hier McLaren Sportwagen. Da ist noch so eine lustigerweise ganz stinknormale Totaltankstelle. Auf der Rennstrecke befinden sich im Moment die Lamborghini Fahrzeuge, Squadra, Corsa Fahrzeuge. Die Strecke ist einmal links von uns und auch rechts von uns. Hier sehen wir sie jetzt, jetzt hören wir sie auch. Es ist heute Freitag, Qualifying, morgen ist dann Rennen und am Sonntag ist glaube ich auch noch mal was. So, wir sind jetzt hier wieder durch den Tunnel von da drüben hier rüber. Wir probieren jetzt mal da oben irgendwo hinzukommen. Im Wald oder Tribüne, mal gucken. Hier könnte abends vielleicht auch dieses Ding sein, dieses Konzert. Ah ja, genau, ja, da ist eine Bühne. Hier ist dann ein Konzert heute Abend. Hier ein Buggy hinter uns. Klammerbüchs. Ah, okay, hier ist so ein Konzert. Vorne ist Monster Energy Sponsoring. Hier scheint wohl so ein Platz zu sein mit eigenen Tribünen für irgendwelche Sachen. Wenn sie irgendwelche Shows machen. Monster Truck Show vielleicht. So sieht das ja aus, so Monster Truck Show mäßig. Aber wie cool, das ist eine richtig große Bühne. Bin mal gespannt, wer da auflegt. International, nee, europäische Stars haben sie gesagt. Vorne so Monster Energy, Ford F, nee, das ist ein 250, glaube ich. Cool. Die Geräuschkulisse ist echt lustig, weil die fahren hier über die Curb. Das macht einfach nur die ganze Zeit. Da wieder. Klingt lustig. Aber echt sexy hier zu stehen. Schöner Streckenverlauf. Hier wieder Gold. Gold mit grünen Akzenten. Die habe ich gar nicht gefunden. Müssen wir mal gucken, wo die stehen.
ihn noch. Cool. Was auch cool ist, wir haben hier so einen Monster Energy Drink bekommen, auf dem Lewis Hamilton steht. Cool, hä? Hier ein anderer Blickwinkel. Also bei mir ist es so, mir tut das weh, da zuzuschauen, weil ich gerne selber fahren will. Ich glaube, das haben alle, die halt selber gerne Auto fahren. Also wenn ich das sehe, dann gucke ich einfach anderen zu, die Spaß haben, so ein bisschen traurig. Da muss man das mehr aus der künstlerischen Sicht anschauen, dass die Autos halt wunderschön sind, dass es toll klingt. Aber ja, ich würde da am liebsten eigentlich selber fahren und nicht hier stehen und zuschauen. Da kommt einer aus der Boxengasse raus. Wir sind hier den Berg hochgelaufen. Hier ist eine große Tribüne. Wir gucken mal, wo wir noch hinlaufen. Wir befinden uns jetzt oberhalb der Kurve. So, das Rennen ist rum und da sind sie alle hintereinander. Kommt noch mal ein ganzer Schwarm. Wie so ein Schwarm Bienen klingen die. Der Kollege hier mit dem Dixie-Klo da drüben. Chillt da mit seiner Frau. Mein Favorit ist definitiv der goldchromfarbene. So, hier haben wir den Braga Bohemia. 6-Zylinder, Tonne Gewicht. Und was man da im Hintergrund hört, ist so ein Lamborghini 12-Zylinder Essenza. Gucken wir mal, wann der kommt. Der müsste... Absolut unfassbar laut, also das ist das erste Auto, was man jetzt so hören kann. Die haben keine Dezibelbegrenzung. Da unten kommt er, jetzt bin mal gespannt, der fährt so ein bisschen unregelmäßig, bleibt immer so fast stehen auf der Strecke, jetzt kommt er. Fährt ihn vielleicht zum ersten Mal, kann ja auch sein. Der klingt auf jeden Fall solide, wie man jetzt eben noch die Downshifts hören konnte. Man hört den da auch, wenn er da hinten irgendwo im Wald noch rumfährt. Das lauteste Auto bis jetzt. Hier ist so ein Weg, der führt hier an der Strecke entlang. Es geht alles bergauf, ziemlich anstrengend, und hier sind überall Hummeln. Das ist ganz cool. Aber irgendwie hier, Curbstone Event, die zahlen wohl 6.000 Euro, um da drüber fahren zu können. Aber ja, 6.000 Euro, was ist das schon, ne? Nichts. Und das wird im Moment nicht genutzt. Die beiden machen ab und zu, kommen die mal angefahren, ansonsten ist die Strecke leer. Wurde komplett gebucht von denen. So eine Streckenbuchung, Audi hatte mir erzählt, kostet 100.000 Euro, wenn sie da einmal drüber fahren wollen, und das sei ihnen zu teuer.
hier jetzt den ganzen Buckel hochgelaufen. Die Strecke will nicht aufhören. Hier kommt jetzt die nächste Rennserie. Machen die Reifen warm. Stehen so abgewichste alte Fickcontainer, wo man hier irgendwelche, so wie wir da bei Köln im Umkreis stehen, hier auch so abgefuckte Dinger. Und hier, jetzt können wir mal sehen, wo wir sind. Wir sind von dem Paddock 23 Minuten weg. Ja, das passt so vom Laufen, 30 Minuten quasi weg. Da oben ist eine kleine Karte mit einem roten Punkt. Wir sind jetzt da. Da ist die Startgerade. Und dann geht es hier diese große Kurve, die gerade, auf der wir eben waren. Und dann stehen wir hier, wo die komischen Wohnwegen und armen Leute sitzen. Die Dinger sehen aus, als wären sie noch nie so Ewigkeiten nicht mehr bewegt worden. Die hat nämlich komplett vermooste Räder, das Ding. Laufen wir jetzt mal hier unten durch und dann kommen wir quasi wieder ins Infield. Hier ist so ein Dings. Hier ist die Rennstrecke über uns. Ich zeige euch hier Ecken, die man normalerweise nicht sehen würde. Vorne ist die Boxengasse, wo wir vorhin waren. Es ist eine Tour hier für jeden, der hier noch nie war. So sieht das hier aus. Man kann um das Ding hier herumlaufen. Ich denke mal, wenn da eine halbe Stunde, ich weiß nicht, ob es genau die Hälfte war, dann ist es circa eine Stunde zum Drumherumlaufen angegeben bei denen auf den Schildern. Aber es ist zum Teil extrem steil. Man kann es jetzt nicht so wirklich sehen, aber wir waren da oben und das sind so super steil. Da sieht man es ganz gut. Seht ihr, wie steil? Das ist sehr, sehr steil. Deshalb dauert es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen länger. Aber kann man mal drumherum spazieren. So sieht das hier aus. Rechts die ganze Zeit. Dichter Nadelwald. Ja. Gucken wir mal, wie es aussieht nach der Kurve. Weil es dauert ganz schön lange, habt ihr ja eben gesehen, bis die da vorne sind. Deshalb gucken wir mal, wie die Schikanen da unten aussehen. So, wenn sie nicht rankommen, dann machen sie die Lichthupe. So quasi, um ihn zu ärgern, um so zu tun, als könnten sie ihn gleich erwischen. Da oben kommen nochmal zwei. Aber eben habt ihr mehrmals gesehen, Lichthupe. Und es war immer nur, wenn sie großen Abstand hatten, dann kam die Lichthupe so quasi, oh, ich bin genau hinter dir, obwohl sie riesen Abstand hatten. Er ist der Letzte hier, der mattblaue AMG-GT. Er ist auch als Letzter gestartet. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihn hier noch überholt oder er überrundet alle. Aber er war vorhin als Letzter gestartet. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier sind wieder die Boxen, da ist das Konzert von vorhin. Wir sind jetzt einmal komplett außen rum gelaufen. Wann fingen wir an, da rumzulaufen? Nee, wann waren wir ungefähr hier? Müssten wir mal Bilder. 5. Und jetzt ist? 8.
3 Stunden. Also wir sind immer mal wieder angehalten, aber wirklich nicht lange. Wir sind die meiste Zeit gelaufen. Die Pausen waren immer sehr, sehr kurz. Also 3 Stunden haben wir gebraucht, um jetzt hier das alles abzulaufen. Hier kommt jetzt wieder einer auf der Strecke, bis wir jetzt wieder hier vorne waren. Krass. Noch einer. 13h15. Ensuite, on aura encore une petite démonstration en espérant qu'ils soient plus nombreux dès juillet. Et puis, évidemment, la grande procédure de départ des Cross. Das war der Apollo. Gucken wir mal, wenn wiederkommt. Der ist auch sehr, sehr laut. Das war's von dem Video. Vielleicht mal gucken, ob in Spa noch irgendein cooler Carspot steht. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie die ganze Rennstrecke aussieht und aufgebaut ist und was da so heute ging. Und jetzt laufe ich hier den offiziellen Wanderweg zur linken Spa, den offiziellen Weg zum Parkplatz wieder hoch. Vor uns sind schon so ein paar Veteranen. Manche sind schon da oben an dem Berg, die anderen sitzen da. Ja, wir sind ja heute noch nicht so viel gelaufen. So, keine Ahnung, 7-8 Stunden gestanden, gelaufen. Da kriegen wir das jetzt auch noch hin, hier den kleinen Wanderweg, ohne uns die Beine zu brechen, hoffentlich. Das ist so bescheuert, dass das hier der offizielle Weg sein soll. Oh, hier ist ein Brett, da hat sich einer drum gekümmert. Ja, dann mal hoch da.